Guten Abend zusammen. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen klarkommen. Ich habe hier zwar zwei Bildschirme vor mir, aber eigentlich bräuchte ich drei Bildschirme. Deswegen muss ich hin und wieder wohl mal hin und her klicken. So, jetzt muss ich erstmal. Okay, so müsste es gehen. Guten Abend und zusammen. Auch HSV Michi auch da. Grüß dich, Michi. Ja, heute Abend mal ausnahmsweise und kurz entschlossen live zu einem besonderen Anlass, nämlich wer Michaela, Jan, guten Abend alle zusammen im Chat. Hallo Michaela. Wer letztes Jahr meine Instagram-Videos verfolgt hat, der kann sich vielleicht, an eine Person erinnern, nämlich Totti Pocher, also nicht verwandt, nicht verschwägert mit Oliver Pocher, aber Totti Pocher, der damals bei den Lives immer auch mit dabei war. Und wir haben vor, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, zwei Tage, vor 3 Tagen, genau, am Sonntag war das, erstmal miteinander gesprochen, wieder am Telefon. Vorher war er bei mir im Live bei Bernisnacht-Café. Und dann haben wir uns, dann haben wir danach nochmal über WhatsApp-Video, fast, ich glaube, 2 Stunden war das, ein bisschen gequatscht. Und haben uns dann dazu entschlossen, heute Abend mal live zu gehen gemeinsam. Werde ihn gleich zuschalten. Und dann werden wir ein bisschen über die neue Staffel, nämlich die dritte Staffel, von Kampf der Reality Stars reden. Ich weiß, das ist jetzt nicht jedermanns Geschmack. Aber man kann ja auch mal zwischendurch, außer den Sonntagsstreams, einfach mal zwischendurch in der Woche auch mal was machen. Und da haben wir gesagt, okay, wir quatschen ein bisschen über Kampf der Reality Stars. Die erste Staffel lief oder läuft jetzt im Moment gerade noch auf RTL 2. Wenn mich nicht alles täuscht, ich habe über RTL Plus, früher RTL Now, am Sonntag bereits die erste Staffel gesehen. Und deswegen ist mir das bereits bekannt. So, ich gucke jetzt mal, ob Olli wollte ich schon sagen, ob Totti schon da ist. Jetzt muss ich mal wieder umschalten auf Dinge. So. Mal gucken, ob er schon da ist. Totti. Nee, der bringt noch gerade seine Tochter zu Bett. Der wird aber gleich da sein, mit Sicherheit. Übrigens, wer Interesse hat, hier ein bisschen mitzuquatschen, der kann gerne sich hier bei. Es läuft hier über Zoom, wird ja bei YouTube übertragen live, aber kann sich hier über Zoom zuschalten. Und hier oben sieht er zum Beispiel die Meeting-ID mit 991-513-8873. Das gibt er einfach bei Zoom ein. Also Zoom öffnen, die App beitreten, anklicken, diese Meeting-ID eingeben und schon seid ihr bei mir hier im Baderaum und ich würde dann euch auch hier reinlassen. Habt ihr die Möglichkeit, entweder mit Video oder halt nur per Audio, wie ihr mögt. So, das ist dieses Blöde, immer wieder dieses Rumschalten, aber das funktioniert schon. So, ich begrüße nochmal Michaela Jahn, Sina, guten Abend, Pierre de Bricassin, guten Abend. Ah, so, Michi habe ich schon begrüßt. Okay.
Gut, könnt mir mal einer verraten von euch, wie die Bildqualität ist? Ich habe hier irgendwie im Live-Bild, ist das offenbar irgendwie nicht so ganz so scharf. Kann man das einer mal mitteilen, wie die Bildqualität ist? Würde mich mal interessieren. Das ist mal, ich glaube, das Problem. Ah, super, okay, schreibt. Okay, alles klar. Okay, weil mein Live-Bild ist hier ein bisschen unscharf, aber wenn ihr sagt, alles gut, dann bin ich zufrieden. Das ist immer das Problem, wenn man über Zoom live geht, ne, bei YouTube. Sven schreibt leicht verschwommen, okay. Naja, schauen wir mal. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber ich denke mal, der Ton dürfte relativ gut sein. So, ich hoffe, dass Totti gleich dazu kommt. Also nochmals, heute Abend wollen wir, heißt wenn, einfach mal ein bisschen quatschen. Wie gesagt, das wird nicht jedermanns Thema sein von euch. Über Kampf der Reality Stars. Die dritte Staffel hat begonnen, ist schon längst abgedreht, logischerweise. Die Prokatonisten nennt sich das, ne? Prokatonisten sind schon längst wieder in Deutschland und leben ihr Leben weiter. Und logischerweise die Aufzeichnungen sind, ich glaube, lasst mich nicht lügen, wann sind die gemacht worden? Im Januar schon oder sogar noch früher, ich weiß es nicht. Und heute Abend hat auf RTL 2 die erste Folge begonnen. Läuft immer mittwochs, 20:15 Uhr auf RTL 2. Und ich glaube, sonntags immer bereits vorab auf RTL Plus, früher auch RTL Now. Was allerdings kostenpflichtig ist. Ich glaube, lasst mich nicht lügen. Ich sag mal, wirklich ein Appel und ein Ei, aber denn wer sowas interessiert oder viele Sachen bei RTL interessiert, bei RTL Now oder RTL Plus inzwischen findet man ja alles im Grunde genommen und ich glaube, kostet im Monat 4,99 €. Kann man verkraften, besonders wenn man sich für solche Sachen interessiert. So, Totti schreibt gerade, er ist da, dann schalte ich jetzt mal rüber. Und lass ihn rein. So, Totti. Jetzt tue ich ihn noch mal in den Warteraum stellen und jetzt lasse ich ihn noch mal rein. Da ist er. Hi, moin. Namen Totti. Moin, Ich habe vorhin schon mal gefragt oder ich habe schon mal einen Hinweis gemacht, wer die Instagram-Videos zum Beispiel letztes Jahr verfolgt hat, sollte dich kennen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute davon da sind, Boni. die dich eventuell kennen. Ich gucke mal. So, jetzt seht ihr hier den Totti. Sagt mal jemand, ob er ihn kennt. Wer kennt mich? Hey. Bin ich mal sehr gespannt, was da im Chat. Wir haben jetzt 22 Leute, die oder 24, die live sind. Ob da einer dabei ist, der dich kennt. Sven schreibt, hi Totti. Sven, kennst du Totti noch von letztes Jahr? Aber die meisten, ich glaube, die haben hier gar nicht die Insta. Videos von uns damals geschaut, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, Totti, Kampf Ja. der Reality Stars. Ja. Ja, hast du die erste Folge geguckt? Ich habe natürlich die erste Folge geguckt. Ich Ehrlich bin gesagt, heiß drauf. Seitdem war ich drauf. wie hast du es gefunden? Ja, da ist Pfeffer drin. Es ist auf jeden Fall Pfeffer drin.
Okay. Ich habe ja mal die Mühe gemacht und die ganzen Bilder rausgesucht von den Teilnehmern. Wollen wir mal anfangen Ja. von oben? Oh, Jellis Kotsch. Jelles Kotsch, genau. Die heute in der ersten Folge noch nicht zu sehen war. Nee, stimmt, richtig. Die wird aber sicherlich irgendwie in der nächsten oder übernächsten Folge Ich hoffe doch. aufkreuzen. Da kann ich jetzt schon sagen, da ist Zickenkrieg vorprogrammiert. Mit wem? Ich glaube, die kam ja mit wem war die denn damals im Sommerhaus? War die nicht mit Elena auch im Sommerhaus, Ich weiß mit wem, die sich relativ gut verstanden, ne? ich weiß mit wem sie zusammen war. Und daher weiß man, dass sie das so ein bisschen zickig ist. Ja, gut, ja. Aber interessante Person finde ich, die da zu Recht mitmacht, finde ich, Mit oder? Johannes hier. Ja, B. Wie heißt er denn noch? Kerner, Der mit der Dings zusammen ist, mit der ja. anderen Dingsladette. Ja, genau, ja. Ich weiß, wie du meinst, Johannes, einer von den Zuschauern weiß es bestimmt. ja. Ich will dann doch Johannes Oerding sagen. Michaela schreibt, Elena Miras gibt jeden Pfeffer. Das kann witzig werden. Ja, allerdings. So, wen haben wir denn? Jetzt kommt mal jemand, der mir eigentlich gar nichts sagt. Yassin Mohammed. Wo soll der denn? Er kann ja nur bei Bumsy Island mitgemacht Irgendwie haben, oder ist sowas, er? ja. Und ich weiß auch nur, ich meine, ist er nicht mit der einen zusammen, die auf Temptation Island VIP mit dem Stoltenberg, mit der Ex-Freundin vom Stoltenberg? Ich habe keine Ahnung. Die sind ja jede Woche mit einem anderen zusammen. Ich meine, ich habe irgendwie mitbekommen, dass er mit der Ex-Freundin vom Stoltenberg zusammen sein soll. Ach, hier Silke Sieg schreibt Johannes Haller, genau. Johannes Haller, Johannes Haller. richtig. Richtig. Haller, der Knutscher. Der hat jetzt irgendwie, ist jetzt ja mit einer zusammen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wo er auch ein Kind inzwischen mit hat, Ja, ne? genau. Ich meine, das ist doch. Aber Jelis Kotsch hat ja ein Kind mit, Jimmy Blue. ja, genau, Ochsenknecht. Richtig. Und Jellis ist. Nee, Quatsch. Der Johannes ist doch zusammen mit. Wie heißt denn noch die Bumsladette? Wie Ich weiß, heißt wen die du denn noch? meinst. Ja. Ich habe das Gesicht vor Augen. Paulina schreibt, nee. Nee, Paulina nicht. Da, genau, er. Er ist zusammen mit Paulina, die Ex-Freundin von Stoltenberg. Die tun alle die Freundinnen untereinander tauschen, offenbar. Ist verrückt. So, also Yassin Mohammed sagt mir gar nichts. Wen haben wir noch? Die Tessa Bergmeier. War das jetzt die nicht, die jetzt mit Elena Miras da zusammengekracht ist? Ja, genau, richtig. Genau, auch eine hübsche Frau eigentlich, muss man sagen, ja. Ist also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Tessa und Jellis, dann bin ich auf jeden Fall Team Jellis. Aussehenstechnisch. Findest du? Ja, Tessa, das ist Skala 1 bis 10. Mein persönlicher Geschmack, Minusbereich. Hat aber ein hübsches Gesicht, finde ich. Ja. Sagen wir so, wenn es dunkel ist, sind alle Katzen grau. So, die kennen wir aber, ne? Woher kennen wir die? Jessie. Ich kann Nee. das Gesicht so schlecht erkennen. Sissi Hofbauer. Sissi Hofbauer. Ach, das weiß ich aber nur wegen dir, wo die war. Sommerhaus der Stars letztes Genau, ich Jahr. habe es mir erzählt am Sonntag. Da war ja auch eine bestimmte Person auch, worauf wir aber gleich noch kommen. Gehen wir erstmal weiter. Sharon Drovato. Ach, Trovato, ich dachte, das wäre die andere. Ich habe die jetzt gerade verwechselt. Sharon Trovato, boah, die finde ich heiß. Die finde ich richtig hübsch. Wen denn?
Trovato, Sharon. Ja, die hat ein unheimlich hübsches Gesicht, hübsche Ja, Augen, ne? ja, ja. Absolut, ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen bei dem Spiel, was sie machen mussten, wo die doch erraten mussten, Ja. was natürlich die Zuschauer gern mit ihr machen oder woher sie kennen, keine Ahnung, wo oder wofür sie bekannt ist. Läuft die Sendung im Moment noch, RTL? Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Sonst müsste ich jetzt spoilern. 22:17. Nee, wir spoilern nicht. Okay, dann, wenn es noch nicht vorbei ist, dann will ich jetzt nicht spoilern. Kommen wir mal zur nächsten. Schäfer Heinrich. Der hat ja auch irgendwie, der ist ja, also mich würde es nicht wundern, wenn der auf doof gewinnt. Ja, er hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, der ist natürlich bei den Zuschauern mit Sicherheit beliebt, ne? Ja. Von seiner Art her, ne? Überhaupt Ja, keine und Frage. Nur ich glaube, bei den. ob er sich natürlich bei den Spielen durchsetzen kann und wird, das ist die andere Frage, ne? Ja, und es ist ja, ich glaube, wenn er nicht rausgewählt werden sollte, dann ist das so ein Mitleidsding. Weil das ist einfach, ich finde den Schäfer Heinrich, den guckst du ja und denkst, ach, komm her, Kelly, ich nehme dich in den Arm, einmal eine Ja, Runde drücken und ja, gut ist. ja. Ja, der Das hat ist sich so. auch so lieb bedankt, ne? Weil irgendwie mit dem Jan Like war das da Ja, irgendwie genau, richtig. ein Spiel gemacht und dann konnte aber nur einer dann gesaved werden und dann hat Jan Like gesagt, okay, komm, du bist gesaved. Auch eine starke Nummer gewesen. Diese Info hättest du jetzt gesagt, wenn wir spoilern hätten wollen. Ja, aber das ist doch jetzt schon auch schon gelaufen. Bin ich mir relativ sicher. So, auch jemanden, den ich null kenne. Wer ist das? Ritsch Nina. Wohl eine bekannte TikTokerin. Ritsch Aber Nina Ritsch Nina. sagt mir gar nichts. Auch jetzt in der ersten Folge auch noch nicht aufgetaucht, aber da bin ich mal sehr gespannt, wie die Ja. unterwegs ist. Also ich habe sie noch nie gesehen, weil gut, TikTok gucke ich mal ganz, ganz selten. Ja, stimmt. Dann haben wir die Nina Christine. Nina Christine, jawohl. Woher ist die bekannt? Also vom Namen her sagt ihr Das mir. ist es. Ich kenne sie auch vom Namen her. Und wo ja diese Videos waren zum Vorstellen. Ich kenne sie irgendwo. Sie war ja anscheinend mal irgendwie ein It-Girl und ist doch irgendwie ausgewandert und ist jetzt wieder zurück. Aber Okay. nee, sagt mir gar nichts. Nee, Also ne? sagt mir schon was, aber habe ich so null Bezug zu. Ja. Naja, die werden wir im Laufe der Staffel sicherlich noch besser kennenlernen. Ja. So, auch dieser junge Herr sagt mir null. Mauro Corradino. Mauro. Sagt ihr das was? Nee, ne? Er sagt mir, der ist für mich so unbekannt, er soll da bleiben, wo der Mauro das Loch gelassen hat. War der jetzt in der ersten Folge schon zu sehen? Weiß ich Ja, der nicht. war da. Ja, der war da. Ich glaube, er ist der doch mit hier Mama Katzenberger zuletzt gekommen ist und dann auswählen musste. Ach, Michaela schreibt Promi Big Brother hier auf Nina Christine bezogen wahrscheinlich. Stimmt. Richtig. Ja. Ja, welche Ach. Staffel? Ach, und Mauro Corradino schreibt, Beerte Bricasso Trödeltrupp. Okay. Habe auch noch nie Trödeltrupp gesehen, deswegen kenne ich ihn auch Habe ich auch noch nicht. nie gesehen, nein. Martin Wernicke. Martin Wernicke. Boah, also da hat RTL 2 jetzt mal alles so rausgehauen, was Was nicht nicht bei drei schnell auf dem Baum genug, ist. genau, ja. Was Rang und Namen hat. Auch mal in dem Chat gefragt, kennt ihn einer, Martin Wernicke? Ist das nicht irgendwie auch mit Versteigern oder irgend so, keine Ahnung. Nee, der sieht nicht aus wie jemand, der versteigert oder sowas. Der sieht aus wie, ja, weiß ich auch nicht. Nochmal.
in den Chat gefragt, kennt den einer? Martin Wernicke. Na gut. Dann haben wir Ruven Dietrich. Sagt mir auch nichts. Herr Bernie, was lernen wir daraus? Wir müssen mehr Trash gucken. Noch mehr. Ja. Wie heißt der jetzt? Ruven Dietrich. Rufen Dietrich. Das ist bestimmt irgendwie einer Prince Charming oder sowas. Ja, ein bisschen, ja, kommt hin, Würde ich ne? jetzt mal vermuten, weiß ich nicht. Rufen Dietrich. So, wen haben wir noch? Larissa Neumann. Das sagt mir Das auch ist nichts. bestimmt irgendwie so Bumsy Island. Wahrscheinlich. Bumslerette, Germany's Next Topmodel, irgendwie sowas. Ja, vom Gesicht her könnte es schon, Ja, kann man sich angucken. Also die beiden finde ich besonders hübsch irgendwo, ne? Die haben was. Jakic-Zwillinge. Aber woher? Woher kennt man die? Wo hat RTL 2 die gefunden? Auch wahrscheinlich irgendwelche anderen Reality-Stars, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Jakic-Zwillinge. Okay. Er hier. Das ist. Fürst von Ach, der ist das. Senden. Den kenne ich. Den kennst du. Der hat doch mal bei hier Promi-Tausch mitgemacht. Irgendwie Arm, Experiment Arm gegen Reich oder sowas. Ach Meine ich. so, okay. Ich meine, ob RTL war das? Sven schreibt, Wernicke, Berlin Tag und Nacht. Siehst du, gucke ich nicht. Ich mache das mal, ich zeige das mal an. Pierre de Bricazon hat was geschrieben, was jetzt YouTube dann erstmal zurückgehalten hat, aber ich kann es ja anzeigen lassen. Sie schreibt nämlich alle die gleichen operierten Brüste, die Damen. Das stimmt. Genau, ja. Die mussten einmal alle hochswipen, damit sie ihre Brüste gemacht gekriegt haben. So, die nächste. Chetrin Schulze. Chetrin, keine Ach, Ahnung. Catherine. Nee, mit CHET. Ja, Chetrin. das ist Catherine. Catherine war bei Bumsy Island, das weiß ich. Die Staffel habe Ah ich sogar ja, gesehen. okay. Hätte man sich denken können, ne? Ja. Okay. Die ist auch so ein bisschen einfach, aber witzig. So, dann haben wir den Jan Like. Jan Like, das ist natürlich mein Favorite. Ehrlich, warum? Ja, das ist einer, der macht den Mund auf und hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Das finde ich geil. Hm. Ja. Manchmal hat er aber zu eine große Klappe, finde ich, ne? Also jetzt, wenn ich jetzt die erste Staffel mir angucke, was er mit Bauer Heinrich gemacht hat oder Schäfer Heinrich Bauer. War korrekt, ne, dass er ihn da Ja. gesaved hat. Ja. Ja. Aber naja, gut. Ich weiß nicht, ich finde das geiler Typ, sehr unterhaltsam, hat was zu erzählen und spannender Charakter. Ich Ja. finde, er passt da gut rein. Er hat Unterhaltungswert, der ist ja wichtig, Genau, ne? das wollte ich sagen, Unterhaltungs. richtig. Richtig. So, dann haben wir, oh, jetzt kommen wir zu jemandem, der. Oh, auch geil. Auf den freue ich mich auch. Geiler Typ. Der ist irgendwie geil, ne? Der haut einfach auch seine Sprüche raus, ohne einfach nachzudenken, was er da eigentlich vielleicht eventuell mit anrichtet oder so, ne? Dem ist Das das ist, alles scheißegal. wollte ich gerade sagen, das ist eh in Brasilien, das ist dem scheißegal. Das ist dem völlig Wurst. Das ist doch was, was hat er noch gesagt bei Promis unter Palmen? Da hat er auch so ein Ding rausgehauen. Trinken, was klar ist. Essen, was gar ist, und ficken, was da ist. Ja, genau. So, jetzt, pass auf, jetzt kommt jemand, da habe ich die Vorschau gesehen.
Und wo er da wohl im Strandkorb sitzt, noch bedeckt. Und der Strandkorb wird dann aufgerissen und dann steht er da. Er. Oder sitzt da. Das wird lustig werden. Ja, das glaube ich auch. Auf den ist ja bestimmt keiner gut zu sprechen. Null. Es wäre jetzt natürlich schöner, wenn er seine Freundin mitgebracht hätte. Ja, die sind ja getrennt, hoffentlich. Die machen doch eine Paartherapie. Nee, Habe ich machen die gestern noch, nicht. ich meine gestern oder vorgestern noch auf Promiflash gelesen. Ja, ach ja, die wissen auch nicht, was sie wollen. Ja, beide wissen wirklich irgendwie nicht, was sie wollen. Ich verstehe das ganze Hickhack da nicht. Also, Aber das ist eines der, meiner Meinung nach, der schlimmsten Charaktere, die ich jemals im Fernsehen irgendwie gesehen ja, habe. das stimmt, das stimmt. Also der ist irgendwie, wie soll ich ihn das nennen? Das ist wie so ein kleines Kind, ne? Ja. Der will irgendwas erreichen. Dann merkt er, er erreicht das nicht. Dann macht er, dann droht er mit irgendwas, Ja. ja. Und wenn er dann auch nicht weiterkommt damit, dann macht er wieder das liebe Lämmchen oder sowas. Also das dauert hin und her und hin und her. Und ich denke mal, seinen wahren Charakter hat er wirklich im Sommerhaus der Stars letztes Jahr gezeigt. Und das war ganz, ganz schlimm mit anzugucken. Ne? Vor allen Dingen, weil ich nicht begriffen habe, dass er hat ja so mit seiner Freundin so geschimpft, weil die doch was mit Mola Adebisi hatte, vor 30 Jahren. Und dass er doch so eifersüchtig geworden ist, verstehe ich gar nicht. Das war ja nur vorgeschoben, meiner Meinung nach. Ne? Also er ist unzufrieden mit sich selbst. So, jetzt kommt die Mutter der Nation. Wer wird das sein? Tja, das kann ja nur sie sein. Bumm. Boah, hatte ich mich erschrocken. Ja. Mama Katzenberger. Ja, Iris Klein. Mutter Ja, von. da weiß ich auch nicht, was ich von halten soll. Das war Absolut. ja, da war ja vor 2 Jahren, kannst du dich noch erinnern, vor 2 Jahren Das kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ja. Sommerhaus der Stars. Und da fand ich es ja okay, dass sie sich dann auf die Seite von der, die da als dauernd gemobbt wurde, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Das fand ich okay. Sie hat auch gute Seiten, aber irgendwie, Also, mal ganz ehrlich gesagt, sie macht ja nichts, ne? Warum ist sie denn überhaupt da drin? Oder warum ist sie überhaupt bekannt? Nur durch ihre Tochter. Und alles, was sie versucht auf Instagram, da irgendwelche unnötigen Sachen zu verkaufen oder so weiter. Gut, muss jeder selber wissen, weil die Leute, die sowas kaufen, sind ja eigentlich auch selber schuld im Grunde genommen, ne? ich finde die Aber schönste Seite von Mama Katzenberger. Das ist die Seite von hinten, wenn man sie nicht sehen muss. ja, weil die kann auch ziemlich links sein, ne? Also Ja, das ist, ich kann dir jetzt schon sagen, ich kann dir jetzt schon versprechen, die wird in der Staffel sagen, so schlimm es auch ist, aber sie wird wieder, ich habe Lipödem. Ich habe ja Lipödem. Oh nein, mein Gott, ich habe Lipödem. Das hat sie doch im Sommerhaus der Stars auch andauernd. Ich habe Lipödem. PR de Brigasson schreibt, das war voriges Jahr Iris im Sommerhaus. Nee, glaube Das ich war vor nicht. 2 Jahren. Vor 2 Jahren war das, ne? Weil letztes Jahr war ja der Mittelpunkt, war ja Mike Zies, ne? Oder Mike Zess oder wie auch Genau immer. richtig. Und davor war er das mit dem schlimmen Mobbing gewesen, ne? Wo dann die Iris dann zwischendurch reinkam. Genau, das war Aber mit den war beiden das. Bodybuildern. Genau, war das vorletztes Jahr. Ne? Ja. So, und jetzt kommt eine junge Dame, wo ich sage, die sieht nicht nur gut aus, sondern die ist der Star der Reality, meiner Meinung nach. Ja? Und wer kann das sein als außer Elena Miras? Elena Miras. Ja. Wie es heißt. Tolle Person, tolle Frau, und die bringt wirklich Unterhaltung mit sich. Ja. Ja.
Also, da hast du jetzt schon auch in der ersten Folge gesehen, wie die da abgegangen ist, wie schon Zäpfchen, ne? Und das wollen die Zuschauer sehen. Das ist Unterhaltung, ne? Deswegen werden solche Sendungen gemacht, ne? Richtig. Ja, Das ist ja ja. das Prinzip dahinter. Man nimmt mehrere super unterschiedliche Charaktere, packt die alle auf einen Haufen Ja. und dann schaut mal, was passiert. Genau. Silke schreibt, die mag ich gar nicht. Ja. Silke auf wen bezogen? Auf Elena Miras oder eher auf davor die Dame hier? Jetzt komme ich schon wieder auf den Ihres Namen. Klein. Iris Klein, genau. Guten Abend, Hermann Kall. Karl der Retter, auch ein interessanter Name. Ach, Elena Miras, schreibt Silge. Ja, Silge, ich kann es verstehen. Ne? Elena Miras spaltet die Nation, sage ich mal. Ja? Quasi, die einen finden die ganz toll, und die anderen finden die ganz schlimm. Aber jetzt stell mal vor, bei den ganzen Leuten, die wir jetzt hier gesehen haben, und am Anfang würden Elena Miras, Mike Zies und halt die bekannten Leute rausfliegen. Und dann wären nur noch die anderen Stullen, sage ich mal, Entschuldigung, den Ausdruck, wären dann da. Das wäre total uninteressant, absolut uninteressant. Es wäre langweilig, das wird keinen Schwanz gucken und die Quote wäre ein Desaster. Genau, und das weiß auch RTL mit Sicherheit und die werden das schon so steuern, denke ich mir mal, dass da die lange drin bleiben werden. Das wollte ich gerade sagen. Also danach werden die ja ausgesucht. Ja. Kannst du dich noch in den Sommerhaus erinnern, vor 2 Jahren oder auch, nee, vor 2 Jahren? Mit dem Spiel Wahrheit. Wein der Wahrheit oder Ja, irgendwas. genau richtig. Ja. Und dann hinterher wurden ja dann Umschläge gereicht. Und ich bin mir sicher, da waren mehrere Umschläge vorhanden. Und je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist, wurde dann der entsprechende Umschlag gegeben. Ja, Klar, für mich. mit Sicherheit. Ne? Und aber das ist ja auch okay. Ne? Man muss ja, Aber RTL muss auch sehen, dass die Quote machen und dass es interessant bleibt. Ne? Bernie, es ist doch auch so, das ist doch das, was wir Zuschauer sehen wollen. Wir wollen doch sehen, wie die sich an die Gurgel gehen. Wir wollen doch sehen, Ja. wie die sich unter die Pferde. Wir wollen nicht sehen, wie die sagen so, oh, das hast du aber fein gemacht, Gucci, Gucci, das wollen wir nicht sehen. Genau, Das ist doch, richtig. was weiß ich, wenn du mal überlegst, die was weiß ich, Promi Big Brother Staffeln, wie langweilig die teilweise waren, wie desaströs die Quote war. Ja, Das will keiner sehen. Sowas wollen genau. Leute sehen. Richtig. Und Quote bringt dieses Mal Elena Miras, Schäfer-Heinrich, Mike Zies. Ja, ein Like. Ja, ein Like weiß ich jetzt nicht, aber die drei auf Ah, jeden Fall. der drin Quote. Vielleicht auch noch die Iris Klein und die Tessa, weil sie ja den Beef da mit Elena schon hat. Also die, sagen wir, drei, vier Personen sind ganz, ganz wichtig für diese Staffel. Ne? Ja, das andere ist alles Und nur so. das andere ist Beiwerk, ne? So Ja, genau irgendwie, richtig. Ich wollte es gerade sagen. so statistenmäßig, ne? Mehr oder weniger. Ja. Aber wird interessant werden. Wann kommt die zweite Folge? Am Sonntag, glaube ich, ne? Ja, genau richtig. Also offiziell natürlich am Mittwoch, ne? 20:15 Uhr, RTL 2. Aber auf RTL Plus immer schon ab Mitternacht oder ab wann? Ich Keine meine Ahnung. wohl, irgendwie im Laufe des Sonntags. Wann Und genau, weiß ich gar nicht. spät abends, ne? Ja. Immer, ja. Also immer 3 Tage im Voraus wird auf RTL 2 diese Folgen gezeigt. Ja, ich freue mich, dass es wieder angefangen hat. Und genauso freue ich mich natürlich auf das Sommerhaus der Stars, aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Aber Bernie, da gibt es noch genug andere Formate,
die wir mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen sollten. Was denn zum Beispiel? Ich schalte mal um hier auf Dinges. Zum Beispiel Temptation Also, Island. Auch immer gut zu ja. gucken. Also ich kann jetzt noch mal hier einen Aufruf machen, wer Lust hat, mit uns hier zu quatschen, nicht nur im Chat, sondern auch hier bei auf Zoom, was hier gerade live übertragen wird, kann sich gerne hier mit der Meeting-ID bei uns einloggen. Ist dann bei mir im Schweizer Raum, wollte ich schon sagen, im Warteraum. Und ich kann ihn dann dazu holen. Wäre mal ganz interessant, wenn wir ein paar Leutchen mehr wären. Gut. Totti. Erzähl. Ja, also Temptation Island kann ich auch sehr empfehlen. Findest du Gerade, das? also, was denn? Findest du das gut, Temptation Island? Boah, Temptation Island VIP, göttlich. Ich konnte gar nicht lange genug warten, bis die nächste Ach so, Folge ja, kommt. gut, VIP, okay. Aber das läuft ja einmal im Jahr oder was? Ja, aber jetzt ist ja Temptation Island für Normalos. Ja. Das ist ja jetzt. Dann ist ja jetzt Montag. Jetzt Montag ist ja Bumsy Island zu Ende gegangen. Okay. Ah, das Ja, ne? Dienstag war aufregend. Puh. Couple Challenge kann ich auch mal sehr empfehlen. Was für ein Ding? Couple Challenge. Kenne ich nicht. Das sind auch irgendwie so Paare oder Best Buddies, die irgendwie zusammen, irgendwie 10 Paare oder so, die auf irgendwo in ihrem Häuschen rausgelassen werden. Dann müssen die auch Spiele machen und dann geht es um Geld. Und dann, wenn die dann verlieren, verdienen die das Geld. Und auch im Prinzip dasselbe Prinzip, das wie jedes andere, wie jede andere Sendung auch. Aber das kannst du auch Uschi, gut gucken. Uschi, guten Abend. Mensch, schaltest du aber spät ein. Wir sind schon fast am Ende. Noch nicht ganz, aber. Ja, man, Sommerhaus der Stars. Wollen wir kurz über Wendler reden? Wendler, auch sehr gut. Good morning in the morning. Ich hab ja für Sonntag. 22 Uhr ist ja wie normal immer Bernies Nachtcafé. Da habe ich einige Sachen vorbereitet, habe schon einige Videos vorbereitet, muss er nur noch zusammenschneiden. Da ist natürlich Olli Pocher, da ist Gil Oferim, da ist was weiß ich alles. Ist ja so viel passiert. Ja. Da müssen wir erstmal aufarbeiten. Ja. Was ich da so mitgekriegt habe im Nachhinein mit anderen Videos, das so überraschend, natürlich die kam die Backpfeife, überraschend, aber das war ja, das habe ich, das Video werde ich auch zeigen. Dieser Fat Comedy, der hat ja dann ein Statement-Video gemacht. Und sowas Blödsinniges, also sein Anwalt sitzt daneben und sagt ihm quasi, was er sagen soll. Also sowas Bescheuertes habe ich noch nie gesehen. Und dann wird dann auch behauptet, dass er das gar nicht vorhatte, Ach sondern so. er ist einfach dahingegangen, hat ihn gesehen und dann kam ihm alles hoch und ja, und dann hat er ihm eine gescheuert. Also, den Anwalt würde ich das sofort feuern. Also heißt das, So, wenn ich jetzt also, durch. das, ich werde das am Sonntag zeigen, dass also sowas Blödsinniges. Also, wie kann man sowas machen? Das ist zum Fremdschämen, war das, ja. Und dann habe ich doch noch ein anderes Video, werde ich dann auch zeigen, wo ein ganz anderer, der die ganze Szene beobachtet hat, ganz was anderes sagt. Ja? Das schon versucht wurde, vorher mit dem Augenkontakt herzustellen. Und seine Begleiter von dem Fat Comedy auch extra dann entsprechend das Handy gezückt haben,
Und der Fed Committee noch in das Handy reingeguckt hat, quasi bist du bereit, okay, jetzt geht's los. Der labert so einen Scheiß, ja. Natürlich. Also unglaublich, unglaublich, weiß ich nicht. Mario Barth, Auch sehr gut. habe ich auch das ganze Video aufgezeichnet, werde es zusammenschneiden, die interessantesten Sachen. Und Mario Barth auch zum Fremdschämen, ganz einfach Ja. zum Fremdschämen. Das ist genauso die Aktion Mario Barth wie damals bei dem Pocher, wo er von der Polizei da von diesem Konzert da verwiesen wurde. Ja? Genau das Gleiche. Und ich weiß nicht, was die Leute, die denken, auch ich bin berühmt, ich habe so und so viel Follower und jetzt zeige ich es euch mal. Ja? Und das geht immer nach hinten los. Das merken die gar nicht. Das ging bei Pocher nach hinten los mit den ganzen Kommentaren, mit dem Shitstorm mehr oder weniger. Und der Mario Barth hat einen richtigen Shitstorm. Ja? Weil sämtliche Kommentare, sämtliche, die sagen, du hast Scheiße gebaut, du hast Unrecht, was soll das, was du da machst? Ja? Und das Interessante, Zuspruch bekommen davon Schwurblern. Ja? Logisch. Also, das ging voll nach hinten los, was er da gemacht hat. Ja? Und Mario Barth ist auch auf dem absteigenden Ast im Grunde Ja. genommen. Ne? Mario Barth, also. Der macht auch immer dasselbe. Seit Jahren. Das Kennst ist du, das. kennst Das du, ist kennst der. du, kennst du, kennst du, Kennst du, kennst Weste, du? Weste. Oh, Fernbedienung, Fernbedienung. Freundin, Freundin. Oh. Das ist Ja. im Prinzip. Nee, sage ich jetzt nicht. Was denn? Ich wollte sagen, das ist im Prinzip quasi wie Otto. Otto macht auch seit 30 Jahren immer dasselbe, aber da wird immer noch drüber gelacht. Ja, Mario ach, Barth Uschi, macht auch ja. billig. Uschi, Entschuldigung, ja, wie komme ich denn von Wendler auf Fat Comedy? Okay, nochmal zu Wendler. Habe ich heute auch ein Video gesehen? Ach, von Laura hat das hochgeladen, genau. Wo die sich offenbar ein neues Boot gekauft haben und damit halt irgendwo auf dem Wasser unterwegs waren. Ich finde es geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere den Wendler langsam. Ja? Weil totgeglaubt lebt immer besser und immer länger und der macht es richtig, der Typ. Und ich finde Laura auch ganz toll, nicht nur vom Aussehen her, das sowieso, aber wie sie zu ihrem Mann steht. Weißt du? Das würden viele andere Frauen nicht machen. Ja, Und ob sie jetzt zu ihm steht oder zu ihm stehen muss, nein, sei mal nee. dahingestellt. Nee, ich bin mir sicher, das ist freiwillig alles. Hundertprozentig. Die ist total verliebt in den Typen. Das ist nun mal so. Und man kann auch nicht sagen, dass Laura dumm ist. Sie ist nicht dumm. Das ist eine sehr intelligente Frau. Ja, sie hat Und ihn schließlich geheiratet und hat das Portemonnaie aufgemacht. Also. ich würde mit dir jede Wette machen. Nehmen wir jetzt mal Amira Pocher, die ich persönlich und unterste Schublade finde, ja, von der ganzen Art her. Und Amira Pocher ist halt die Frau von Oliver Pocher und deswegen macht sie da mal einen Moderationsjob, den sie nicht kann. Dann tanzt sie ein bisschen rum da. Sie ist ein Nichts im Grunde genommen, aber hat so eine große Fresse, ja, und macht andere immer rum, je, wenn man nur irgendwas gegen sie sagt. Und ich sag dir eins, die haben so gegen Laura geschossen, ja, dass die zwar hübsch aussieht, aber nichts im Hirn hat und nichts kann. Ich mache jede Wette mit dir, würde ich machen. Wenn Laura irgendwann, Laura Müller, mit Wendler oder ohne Wendler, egal, eines Tages hier nach Deutschland zurückkommt, die kann sich vor Jobs nicht retten. Hundertprozentig. Die kriegt jeden Job, was Amira nie bekommen würde. Und die kann das 10-mal besser, hundertprozentig, als Amira Pocher. Wie heißt ja noch? Laura. Laura, super hübsche Frau. Gar keine Frage. Dumm ist sie wahrscheinlich auch nicht. Nö. Sie ist halt sehr naiv.
Wer behauptet denn das? Kennen wir die Laura Müller, dass sie naiv ist? Warum ist sie naiv? Ja, aber dann kannst Warum? du ja auch, dann kennst du Amira Pocher. Nein, natürlich nicht. Siehst du? Ja, aber gut, das ist vielleicht so eine innere Abneigung. Na gut, Moment, 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 Totti. Was heißt denn kennen? Ich weiß doch, was sie gemacht hat. Sie war das Sidekick von Oliver Pocher bei in der Sendung da, Gefährlich Ehrlich oder irgend so eine Scheiße. Die hat, was er prominent versucht, sie dazu zu moderieren, was sie absolut nicht kann, finde ich, ja. Von daher kann ich sicherlich sagen, die kann nichts, aus meiner Sicht. Das, Ja. nee, das, da bin ich, also ich bin ja oftmals deiner Meinung, aber da bin ich jetzt nicht deiner Meinung. Also, das Okay. ist ja, sie war oder ist das Sidekick von Olli Pocher? Ganz klar. So, der Podcast hab ich persönlich selber gehört, war sehr unterhaltsam. Ihr Podcast habe ich auch zwei, drei Folgen gehört, dieses Hey Amira, war auch gut, auch interessante Themen. Hat mir sehr zugesagt. Ihre Modemarke soll auch ganz gut sein. Hey. Das, Da ne? hört man auch nichts mehr, da hört man auch nichts mehr von ihrer Das Modemarke. Instagram, mein Junge, muss auf Instagram gehen. Egal. So, dann ihre Sendung auf Vox. Ja, das war einfach eine Scheißsendung. Da brauchen wir nichts vormachen. Die Sendung hätte jeder verkackt als Moderator. So, Ja, und ja, aber sowas kriegt letztens. sie aber nur angeboten. Sie kriegt da keine vernünftigen Jobs angeboten als Moderation. Kommt noch. So, und Let's Dance, da liefert die ab. Bei Let's Dance liefert sie ab, da kannst du sagen, was du willst. Ja, Let's Dance, da tut auch Schäfer-Heinrich abliefern, wenn es sein muss. Ja, also. Nee, aber ich weiß nicht, ja, das ist, es ist immer noch deine persönliche Abneigung gegen sie, wie immer schon, gerade gegen die beiden. Aber das ist, ja, so von Laura wissen wir einfach zu wenig, um uns darüber ein Bild zu machen. Aber So. Laura Müller, allein vom Aussehen her, da kannst du Amira Pocher einstecken. Vergisse. Ja, aber das ist jetzt, du weißt selber, Geschmäcker sind verschieden. Ja, das Der stimmt. eine findet Laura geil, der andere findet sie hässlich, der eine findet Amira geil, der andere findet sie hässlich. Also das ist, darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber das ist einfach, bei Laura ist es einfach, so, wenn der Sonntag. PR-Debrika Sor schreibt, die Pocher ist eine hübsche Frau, aber das war es auch schon, meiner Meinung nach. Stimmt. So, es ist ja nun, sind wir ja mal ehrlich, würde der Wendler die Laura fallen lassen, dann wäre sie erstmal aufgeschmissen, fürs Erste, solange sie in Amerika ist. Würde sie zurückkommen, klar, logisch, die würde Moderationsjobs bekommen. Ja. Klar. So, aber Noch und nöcher. was wir aber auch dazu sagen müssen, ist, dass der Wendler der Karriere-Genickbruch im Prinzip für Laura Müller war. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Totti, die ist 21 Jahre. Die kann in 5 Jahren nach Deutschland zurückkommen und dann kriegt sie ja jeden Job, den sie haben will. Klar wird sie den kriegen. Und die wird es auch gut machen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber trotzdem, ja, das ist, was einfach ihr Fehler ist. Man weiß auch nicht, ob es ein Fehler ist, dass sie sich vom Wendler nicht distanziert oder distanziert hat. Zumindest in der Hinsicht von der Schwurblerei, was er gemacht hat. Ja, also pass auf. Ich bin davon überzeugt, dass die intern, ohne in die Öffentlichkeit zu gehen, bestimmt schon Stress damit hatten, dass Laura sagt: Sag mal, hast du einen an der Waffel? Was soll dieser ganze Mist? Warum machst du Natürlich. das? Ja, sie geht aber, sie greift ihren Mann aber nicht öffentlich an, Nein. sondern ganz im Gegenteil sagt: Das ist mein Mann und ich habe ihn geheiratet, um zu ihm zu halten, egal in guten oder schlechten Zeiten. Ja? Und das rechne ich hier ganz hoch an. Das ist eine Ja, tolle klar. Einstellung. Das ist auf jeden Fall. Also die Einstellung ist super. Ganz klar. Natürlich. Ja. Aber das ist auch wieder der Unterschied bei Laura und Amira. Amira sagt auch in der Öffentlichkeit von wegen zu Olli, ey, lass den Scheiß mal. Wegen dir haben wir immer nur Ärger und alles. Ja, aber ja. Das ist ja auch nur, guck mal, ich bin mir sicher, dass Oliver Pocher auch so offen, mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast ist. Glaube ich Ja. nicht. Der ist jetzt erst wieder
exklusiv auf Podimo mit seinem Podcast. Ja, Er ist ja gelistet. Podimo, ja, scheiß drauf. Wer hört an Podimo? Das ist Ich? kostenpflichtig. Ja, aber das RTL. ist gut. Podimo ist gut. Ja, aber diesen Podcast kannst du auch in der Pfeife rauchen. Ich meine jetzt von der anderen. In Instagram hörst du gar nichts mehr von ihm. Also jetzt seine Bildschirmkontrolle oder so macht er gar nichts mehr. Nee, das ist so, das ist doch aber jetzt, wo die ganzen Beschränkungen aufgehoben werden. Jetzt haben sie alle wieder Besseres zu tun, gehen auf Tour. Jetzt haben sie keine Zeit mehr. Das Ja, hat er ja auch selber gesagt. aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Sachen mit seiner Bildschirmkontrolle und Instagram, dadurch ist er erst noch mal, hat er noch mal einen Karriereschub bekommen. Ja, ist Vorher richtig, war aber der weg vom Fenster so gut. das sagt er ja auch selber, dass er dadurch seinen zweiten Frühling erlebt hat. Ja. Aber es ist auch so, finde ich, er erfindet sich immer wieder neu. Er findet sich immer. Und Bildschirmkontrolle, sind wir mal ehrlich, ich fand die super unterhaltsam. Und im Prinzip hat er das ausgesprochen, was jeder gedacht hat. Ja, aber immer auf den Rücken anderer, ne? Immer, ja, es war Mobbing, was er gemacht hat, ist ja ganz klar. Ja? Und mit dem hat er Geld verdient, mit dem hat er nochmal eine Reichweite generiert. Ne? Das stimmt, aber es ist doch auch so, darüber hatten wir es schon so oft, es ist aber so, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, musst du damit rechnen, dass du auch mal Wind von vorne bekommst. Ja, kein Hate, kein Mobbing, aber wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, musst du damit leben, das ist einfach so. Wenn jetzt, Ja. du musst mal überlegen, jetzt, was wir hier jetzt alles so bereden. Jetzt auf YouTube. Und morgen kommen da 8 Millionen Hasskommentare. Ja, dann ist das so. Das nehme ich in Kauf, das nimmst du in Kauf. So, Ja, aber. ich nenne jetzt mal ein Beispiel so mit meinem anderen Fußballkanal, ja. Da hatte ich dann Fans oder YouTuber, die jetzt über Bremen und Schalke auch solche Dinges macht, hatte ich mir mal ein bisschen angegriffen, weil sie sich über meinen HSV ausgelassen hatten. Dieses Video dauerte 10 Minuten und das ging viral. Dieses Ding ging viral. Also jeder YouTuber, der Fußball macht, hat darüber gesprochen. Und ich wurde dann von den Schalger-Leutchen eingeladen, mit denen das Video zu machen, habe ich auch angenommen. Aber das war verrückt. Du siehst, du machst ein Video, ein bestimmtes Video in irgendeine Richtung, unbedacht im Grunde genommen, und das geht viral. Ist in aller Munde. Ja? Und noch nicht mal eine Absicht von mir gewesen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn jetzt eine Person, die bekannt ist, die prominent ist, irgendein unbedachtes Video macht, dann geht das nach hinten los. Ne? Klar, das kann nach Der hinten. kommt Aber da gar nicht mehr raus. die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. In einem Moment feiern dich Leute ab und wenn es nur, keine Ahnung, 20, 30, 40 Leute sind, und im nächsten Moment hassen sie dich. Ja. Das geht schnell. Davor ist keiner gefeit. Ja, stimmt. So, und er hat ja auch, finde ich, teilweise zu Recht kritisiert. Ja, aber wie soll ich denn sagen? Guck mal, er sagt, oh, er hat ja alles angeprangert, gerade in der Corona-Zeit, ne, wo, wenn die Leute verreist sind oder irgendwas, warte, ich muss mal umschalten. Das irritiert ein bisschen, wenn ich dich jetzt nicht so 10 Sekunden zeitverzögert sehe. Weil ich all den Chat mitverfolge. Nee, was wollte ich sagen? Das ist, oder warte mal, ich mache es mal ganz umgekehrt. Moment, ich brauche ja hier nichts mehr umzuschalten. Moment, 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 so. Oh.
Und schon ist das besser. Und dann. Ach, jetzt habe ich alles im Griff. Jetzt sehe ich den Chat und jetzt sehe ich dich auch live. So, weil alles andere ist zeitverzögert. Wo waren wir stehen? Ich habe letztes Mal gesagt, ich möchte versuchen, vor der Kamera nicht mehr zu rauchen. Ich rauche jetzt eine. Tut mir leid, Junge. Ich rauche jetzt eine. Ich brauche auch nicht. Rauchst du eigentlich gar, ne? Oder nicht mehr? Stimmt. Gedächtnisintensiv. Stimmt, du rauchst noch. Wo war ich stehen geblieben? Pocher, Corona, Urlaub. Ja, genau. Und dann fliegt er in die USA zum Super Bowl. 100.000 Leute sind ohne Maske. Ja, aber das mit den Urlaubsfliegen, das hat er vor, keine Ahnung, von einem Jahr, vor 2 Jahren kritisiert. Das kritisiert er ja jetzt nicht mehr. Dass er ja mittlerweile auch dafür war, dass die Maßnahmen gelockert werden. Das siehst du wieder nicht. Aber ich sehe schon. Sven schreibt Bernie, also weil ich rauche wahrscheinlich, ja, okay. Ich sehe schon, du bist ja Pocher-Fan. Niemals. Nicht umsonst hast du dich Totti Pocher genannt. Okay, das ist ja auch okay. Ich meine, ich habe ja jetzt persönlich nichts gegen den Pocher. Ja, wie denn auch, ich erkenne ihn ja gar, ich kenne ihn ja gar nicht. Ne? Und wie gesagt, aber das wird auch nochmal Pocher, Gil Oferim, wer war da noch? Mario Barth, das wird ja alles Sonntag nochmal ein Thema sein, wo ich die entsprechenden Videos vorbereite. Da Ja, freue ich mich drauf. Mario Barth, also, oder Gil Oferim. Ach, mein Gott, ey, ich verstehe sowas nicht. Naja. Ja, Gil Oferim, der hat sich ganz schnell ins eigene Knie geschossen. Wenn es denn Verleumdung war. Wie wenn es Verleumdung war. Ja, wenn er ja Sachen in den Raum geschmissen hat, die ja gar nicht so waren, dann ist es ja Verleumdung. Wenn es denn eine Verleumdung war, hat er sich ins eigene Knie geschossen. Aber ich hoffe, das hat Konsequenzen. Ja, ich hoffe, der will keinen Fuß mehr ins deutsche Fernsehen kriegen. Ja, ich lasse es jetzt 1, 2 Jahre vielleicht oder Monate und danach kräht er keinen Hahn mehr nach. Aber ich sag mal, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, gut, gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung trotzdem. Aber andererseits hat die Staatsanwaltschaft die andere Anzeige gegen den Hotelmitarbeiter eingestellt. Ja. Und da siehst du ja schon, dass die Staatsanwaltschaft überzeugt ist, okay, das war so und so. Ja? Und Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Also jetzt ist ja erstmal, dass das Gericht entscheiden muss, ob die Anklage zugelassen wird oder nicht. Und da entscheidet sie ja schon im Voraus quasi mehr oder weniger, ob diese Anklage zum Erfolg führen kann. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert jetzt, bis das Gericht entscheidet, ob die Anklage zugelassen wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Vor allem damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Als ich damals das Video gesehen habe, dachte ich, ach du Scheiße, was ist da denn passiert? Mal ganz ehrlich, als du das Video das erste Mal gesehen hast, Ja. was hast du da im ersten Moment gedacht? Ich dachte, ach du Elend. Sowas, heutige Zeit noch, hätte ich, boah, hart. Und soll ich dir ehrlich mal sagen, ich habe da gesessen, ich habe das Video gesehen und im Video ist mir so viele Sachen aufgefallen. Hä? Dieses versuchte Heulen, alles geschauspielert, alles geschauspielert. Ich wusste ganz genau damals schon, das ist an den Haaren herbeigezogen. Hey, Totti, ein Fünf-Sterne-Hotel. Ein Ja, das Fünf-Sterne-Hotel. Da arbeiten Leute,
die ausgesucht wurden, die da arbeiten dürfen, verstehst du? Die Ja, klar, entsprechend natürlich. geschult sind. Und da kommt auch keiner um die Ecke und sagt, sieht dein Stern aus, dann darfst du hier einchecken. Hallo, wer sowas sagen würde, ist ein Prolet. Und Proleten arbeiten nicht im Fünf-Sterne-Hotel. Weißt du, wie Nee, ich meine? normalerweise nicht, ne? Ja. Du Aber kannst, du, 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 du kannst, du kannst, geh mal in ein Fünf-Sterne-Hotel, schrei da mal irgendjemanden an. Die schreien nicht zurück. Ganz im Gegenteil, die sagen dann höchstens, wenn es so viel wird, wir möchten Sie jetzt bitten, das Hotel zu verlassen. Ja. Ich meine, ich habe mal gelesen, dass das Hotel schon öfters mal irgendwie Probleme hatte. Öfters oder zumindest schon mal irgendwelche Probleme. Sicher bin ich mir da jetzt nicht. Aber ich meine, da schon mal irgendwas drüber gelesen zu haben. Ja, gegen Antisemitismus ist ja immer irgendwo, aber da wird ja auch immer die Keule rausgeholt, ja. Das stimmt. Genauso wie jetzt gegen Deutsche, wenn da irgendwas ist, obwohl wir überhaupt keine Nazis sind oder bestimmte Personen, wird als Nazi betitelt, ne? Nur weil er ein Deutscher ist. Ne? Es ist leider so, damit müssen wir leben, aber da müssen wir auch lernen, damit umzugehen. Ja? Ja, aber es ist, ich finde, wenn wir das geht mir heute alles zu schnell. So dank Twitter und Instagram und wie das alles heißt. Da brauchst du nur einmal einen falsch furzen, sag ich mal. Und zack, bist du auf Twitter auf Platz 1 und wirst erstmal zerrissen. Ja, vor allem, was ich den Gil-Oferim wirklich anlaste. Schau mal, jetzt stell mal vor, dir wäre sowas passiert oder mir wäre sowas passiert im Hotel. Du meinst, du bist ein bisschen, ne, ein bisschen bekannt und du wirst entsprechend nicht so behandelt, wie du dir das vorstellst. Und du kommst dann mit denen in Streit mehr oder weniger, ja, und du wirst des Hotels verwiesen. Und du hast erstmal Wut. Ja, du hast erstmal Wut. Dann sitzt er sich hin vors Hotel und macht dieses Video. Und du kannst dich noch daran erinnern, an diesem Abend ging Instagram nicht. Er konnte das also nicht sofort hochladen, weil Instagram war down. Ja, genauso wie Facebook, glaube ich, auch. Das funktionierte erst in der Nacht oder am nächsten Morgen wieder. Das heißt, er hat nur das Video aufgenommen, ohne das hochzuladen. Ja. Und hat eine Nacht drüber schlafen können. Und wenn man über sowas eine Nacht drüber schläft und sagt dann, oh, ja komm, kann ich nicht machen, so eine Scheiße, ne? Irgendjemanden da anschuldigen, nur weil ich mich geärgert. Es ist ja so, eine Nacht drüber schlafen, sieht die Welt eigentlich schon wieder ganz anders aus. Nein, er hat es mit Absicht dann am nächsten Tag hochgeladen. Und das kommt ja schwer, erschwerend dazu, finde Ja, ich, meiner richtig. Meinung nach, ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Weil Normalerweise, das. wie du schon sagst, Nacht drüber schlafen, nochmal Gedanken drüber machen und sich auch der Konsequenzen bewusst sein. Wenn ich jetzt so ein Video hochlade mit so einer Reichweite, damit kann Genau. ich gerade dieses Hotel zerstören, den Mitarbeiter kann ich zerstören, ich kann so viel kaputt machen, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz hinter. Ja, natürlich, natürlich. Und wie gesagt, und das war dann wohl überlegt. Er konnte es ja erst am nächsten Tag hochladen, weil der Instagram erst wieder funktionierte. Und dann, das ist dann richtig böse Absicht gewesen. Ja. Und dann, wo man genau weiß, das ist gar nicht so passiert, wie ich das da darstelle. Und nur um jemanden da zu schaden wollen. Nur weil er sich selber nicht richtig, ja. Ja, das ist, ich finde, sowas hat schon eine leichte kriminelle Energie. Ich hoffe, so sieht die Staatsanwaltschaft das auch nicht. Ich hoffe, so sieht auch viele Sender das, Ja, ne? Und ja. dass der kein und weißt du, nochmal, wie gesagt, man kann sich über was ärgern. Er hat sich Natürlich. darüber geärgert. Das ist menschlich, kann man vielleicht auch verstehen. Und dass er sich dann danach hinsetzt und auch wenn es eine Lüge war. Und das auf Instagram hochlädt sofort, wenn Instagram denn funktioniert hätte. Aber am nächsten Tag hätte er es dann wieder runternehmen können. Ja, aber selbst das wäre schon zu spät gewesen. Und selbst das wäre schon zu spät Bei gewesen. so einer Reichweite. Aber wie gesagt, nochmals, Instagram funktionierte an dem Tag nicht oder an dem Abend nicht. Und er konnte es erst am nächsten Tag hochladen. Er hat drüber geschlafen. Und er steht dann auf. Nimm das Handy, auch Instagram geht wieder wunderbar, jetzt lade ich es hoch.
Und das ist eine Schweinerei. Ja, auf jeden Fall. Auf Ne? jeden Fall ist es eine Schweinerei. Unglaublich. Man hätte doch am nächsten Tag nochmal in das Hotel gehen können und sagen, wenn das denn so passiert wäre, dann hätte gesagt, hier hätte das sein müssen, kann ich mal hier den Geschäftsführer sprechen und bla bla bla. Das ist ja nicht passiert. Und warum ist es nicht passiert? Weil das im Großen und Ganzen gar nicht passiert ist, was er behauptet. Vor allen Dingen, weil es gibt ein Sprichwort, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Ja. Ja. So, wie du schon sagst, hingegangen wäre. So, aber den Geschäftsführer bitte, so, hätten wir drüber unterhalten. Wäre alles gut gewesen. Aber so eine Riesenwelle zu machen, was sich ja anschließend dann auch noch Ja. als falsch herausgestellt hat. Und vor allen Dingen, guck mal, wie das stand ja lange Zeit so im Raum, ne? Und wenn es nur ein paar Tage war, bis sich das Ja. alles ein bisschen umgekehrt hat, Ja. wie der da gearbeitet hat, der beschuldigt wurde, ja, wie Ja, der muss klar. sich denn gefühlt haben, der ist ja mit Sicherheit auch. Einige Leute haben ja mit Sicherheit den Klarnamen auch, also den richtigen Namen rausbekommen. Und was der hat mitmachen müssen, mit Ja, das, Sicherheit. da wurde wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. Ja, und das war ganz schlimm. Und der hat wahrscheinlich auch Ja. Familie, Kinder, was weiß ich, ja. Natürlich. Und der musste da erstmal richtig in Schutz genommen werden. Ja. Und Ja, das ist schon heftig gewesen, finde ich. Ne? Das ist ja das, was ich ja meine mit dem Rattenschwanz. Damit kannst du Existenzen zerstören. Ja. Damit kannst du Existenzen zerstören. Das Ja. ist hier bei uns, das ist auch schon mal gewesen. Da wurde auch einer eine Falschbehauptung aufgestellt gegenüber eines jungen Mannes, der ein junges Mädchen hätte umgebracht haben sollen, was er nicht getan hat. Mit Lynchjustiz und alles, der konnte seine Sachen packen und hier verschwinden. Uschi, Uschi, Der ist gute das Leben schon wieder Nacht. froh geworden. Ja. Also, wie gesagt, und das war Absicht, einen Menschen versuchen zu zerstören. Was Ja, anderes war das definitiv. nicht. Und ich hoffe, dass das richtig entsprechend bestraft wird, auch vom Gericht. Ja. Unglaublich irgendwo. Naja. Gut. Was laufen denn jetzt noch für Sendungen außer Reality Stars? An Trash-Formaten, wie gesagt, Temptation Island. Läuft das aktuell? Ja. Okay. Couple Challenge. Prominent getrennt ist, glaube ich, gerade vorbei. Prominent getrennt. Erzähl mal, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, das sind dann irgendwelche Promis, die vor 30 Jahren mal zusammen waren oder vor ein paar Monaten mal zusammen waren. Die werden dann quasi zusammen in ein Haus und da geht es wieder um Spiele spielen und eventuell, dass sie wieder zusammenkommen und ja, ihre Vergangenheit aufarbeiten können, so ein wenig. Wo Und zum lief das? Beispiel Wo lief RTL. das? RTL. Da kann Oder man ja mal bei RTL Plus. RTL, da kann man ja bei RTL Plus mal reingucken, Genau, richtig. Da war zum Beispiel Jenny Elvers mit Alexander Jolik. wa? Der Ah ja ja. aus der ersten Big Brother Staffel. Und wer noch? Wer war noch dabei? Hier. Ja, dann kenne ich alle Auch gar nicht. prominent getrennt, ja. Prominent, den man nicht kennt. Ja, Oh, prominent, die man. das reimt sich sogar. Ja, richtig. Prominent, den man nicht kennt. Ja. Naja, okay. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Formate, die wir noch ein bisschen auseinandernehmen können. Ja, lassen wir uns mal was einfallen. Wir quatschen ja zwischendurch nochmal. Sehr gerne. Und ja, das soll es für heute Abend schon wieder gewesen sein. 1 Stunde, 10 Minuten sind wir jetzt online. Das reicht, ich bin irgendwie kaputt. Ich bin froh. Morgen letzter Arbeitstag und dann erstmal 4 Tage Pause. Hast du dir verdient. Ah, ey, echt. Ich habe heute Abend noch gar nichts gegessen, habe ich gerade gemerkt. Und übers Dach, ich habe auch gar nichts mehr eingekauft. Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr zu essen da. Ach doch, ich mache mir jetzt Haferflocken. Haferflocken. Lecker. Haferflocken mit Milch, genau. Ja. Mag ich auch wohl.
Ja. Doch, das esse ich ganz gerne. Haferflocken, ein bisschen Zucker dabei, Milch. Kann man Ist auch was. gut kochen. Auch Ja, lecker. du kannst kochen. Ich kann quasi so aus. Nee, was meine. Ach, Haferflocken kochen, wie Ja, kochen. klar. Und dann? Ja, du machst Milch, Haferflocken rein und lässt die Milch quasi so ein bisschen verkochen, damit das so schleimig wird und dann kannst du essen. Lecker. Und dann einen geriebenen Apfel. Ah, lecker. Okay. Oder Banane kann auch gut dazu essen. Durchgemanscht. Gute Nacht, Michaela. Gute Nacht, Michaela. Oh, wir können ja, wie gesagt, feste Sendungen sind ja immer sonntags. Aber oh, wir können ja, wie heute Abend, auch einfach mal zwischendurch live gehen, einfach drauf losquatschen, wie früher auch. Wollte Ja. ich gerade sagen, quatschen können wir am besten. Können wir auch machen. Vielleicht kommt ja dann der eine oder andere hier über Zoom mal dabei, dass wir hier Ich wollte sagen, traut euch einfach, traut euch rein. drei oder vier Personen sind. Na klar, warum nicht? Wäre mal eine Idee. Wenn du überlegst, damals, ne, ich weiß nicht, wer hier von den Zuschauern sich daran erinnern kann. Letztes Jahr, wie lange war, 2 Monate lang, waren wir wirklich jeden Abend 3 bis 4 Stunden auf Jeden Instagram. gottverdammten Abend. Mein Gott, mein Gott. Es war wirklich für die Zuschauer, damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt. Es war wirklich, du stehst morgens auf, hast den Tag irgendwie rumbekommen und abends so ab 8 Uhr meistens Ja. Instagram. Und Es war nur noch, man hat sich schon drauf gefreut, ne, auf die ja, es war nur Lives. noch, du bist morgens aufgestanden, musstest den Tag Ja. rumkriegen bis Instagram, danach so ins Bett und das ging Über über Wochen. Wochen. Also es ist jetzt, wir kennen uns auch jetzt fast über ein Jahr, ne? Ja, genau. Ja. Ich Ja. glaube, im Februar war es ein Jahr. Genau. Ja. Ja, Das das war waren aber auch Wahnsinn. viele Zuschauer, ne? Ja. Teilweise. So, wenn ich, meistens habe ich ja angefangen, habe, ach, komm, heute Abend nur mal 1, 2 Stunden und so. Eine Es Stunde. wurden immer 4 Stunden. Ja. Ja, jeden Abend. Also wir hatten alle Augenränder bis hier. Es war nur noch Überleben. Der Tag musste nur irgendwie überlebt werden. Ja. Und Und dann war das. immer so 100 bis 150 Zuschauer live Ja, dabei, ne, ja. die dann auch immer, der eine, wir waren immer dann zu viert, du konntest ja zu viert da bei Instagram gehen live. Und da, wir waren immer zu viert, ne, über die festen Leute mehr oder weniger und dann kamen noch welche dazu. Es war schön, ja, und War spannend. Das war super spannend. bis dann irgendwelche Leutchen meinten, das sprengen zu müssen. Ja. Leider. Gut. Sonst wären wir da, sonst wären wir heute noch wahrscheinlich live. Nee, dann würden andere über uns reden, weil wir bei Promis unter Palmen wären. Prominent getrennt. Stimmt. Nee, bei, wie heißt das? Stimmt, Kampf der stimmt, Reality Star. Wir stimmt. wären ja da. Wir wären ja dann schon längst dann hier in Thailand, ja genau. Ja. Oder bei Unsere Big Brother. Beauty-Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Genau. Man hat uns nicht gegönnt. Man hat es uns nicht gegönnt. Nein. Ja. Ich werde nie vergessen, kennst du dich diese, ich nenne jetzt keine Namen, aber jemand Bestimmtes, da war Oliver Pocher live und hat ein Live gemacht auf Instagram und sie wollte unbedingt da rein, sie wollte unbedingt da Ja, ich rein. erinnere mich. Oliver Pocher, lass mich bitte rein, ich habe was ganz Ich bin Wichtiges zu los. sagen. Ne? Da habe ich gedacht, wie peinlich ist das denn, ey? Oh mein Gott, ey. Aber das ist Geschichte. Man soll nicht immer nach Vergangenheit, wir leben in der Gegenwart, wir gucken in die Zukunft. Und darum heute ja das Comeback des Jahres. So sieht's aus. Alice im Wunderland schreibt: Guten Abend, Bernie. Guten Abend, Alice. Silke Sieg schreibt: Ja, ich war auch dabei. Ach, Silke, du warst auch letztes Jahr dabei, ne? Wer? Silke. Silke Sieg schreibt: Ja, ich war auch dabei. Auch bei den Instagram-Silke letztes Jahr, wo wir so viel Instagram gemacht haben. Oh, Quasi heute ein wahrscheinlich. Revival. Ha? Ist quasi ein Revival. Revival, genau. Wir sind auf Revival-Tour. Genau, ja. Also,
Wie gesagt, sonntags sowieso immer fest mit bestimmten Themen dann, aber so in der Woche werden Totti und ich einfach mal auch wieder so spontan live gehen, einfach über Gott und die Welt quatschen. Einfach mal wieder ein bisschen auseinandernehmen. Einfach mal so ein paar Promis, was so passiert ist unter der Woche. Ja, nett, ja, genau, tagesaktuell irgendwas. Richtig. Und wie gesagt, hier, das läuft dann hier in der Woche immer auch über Zoom, über YouTube, aber über Zoom. Und wo sich dann, wo ihr, wer Interesse hat, sich dann einfach hier auch zuschalten kann. Sehr gerne. Ja. Ach, hier, ach so, Michi. Michi, komm doch mal hier ins Live. Michi, den kenne ich auch noch. Michi kennst du auch noch, ne? Den kenne ich Genau. auch noch, ja. Michi, komm auf, komm mal rein. Go, Michi. Go, Michi. Kiki Gerge, hallo, grüß dich. Hallo. Hallöchen. Die einen gehen, die anderen kommen. Wie damals auch bei Instagram, ne? Ja. Aber es ist ja auch so, Bernie, wir sind ja auch reifer geworden, weiser geworden. Ja. Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Ich hatte ein neues Bett, ne? Und jetzt habe ich gedacht, vom Bett, das ist also nur der Fußboden, ist zwar Parkett, aber oder Laminat. Da habe ich mir heute einen schönen kleinen Teppich geholt. Schön. So einen flauschigen Teppich, sieht aus wie ein Läufer, aber in Grau. Und das sieht sowas von fantastisch aus. Unglaublich. Und 25 Euro nur bei Amazon. Na ja, immer wieder. Bernie, Mann von Welt, mit Stil. Ja, und das sieht richtig, wirklich, richtig gemütlich aus. Also Gefällt sein mir Wohnzimmer ist richtig mal gut. schick, gefällt mir. Ja. Das aber. So. Du musst den Zuschauern auch mal immer erzählen, das ist gar nicht dein Wohnzimmer. Das hinter dir ist eine grüne Wand. Und du hast das da noch reingeschnitten. Was? Was habe ich? Ich sag gerade, du musst den Zuschauern auch eben sagen, das ist gar nicht dein Wohnzimmer. Hinter dir ist nur eine grüne Wand. Und Warte, du ich hast das muss Bild mal. reingeschnitten. Was habe ich hier eingeschnitten? Ach, Bernie, ist egal. Ist auch schon spät. Nochmal, du musst den Zuschauern auch sagen, das ist nicht dein Wohnzimmer. Hinter dir ist eine grüne Wand. Du Ach hast so. das Bild nur reingeschnitten. Ah ja. Was Ja. ist wirklich hinter mir? Ja, weiß ich nicht, das musst du uns sagen. Nee, das ist keine grüne Wand, das ist wirklich. Greenbox, wie nennt man das noch? Du als Fachmann. Greenscreen. Greenscreen, Screen. genau. Ja, kann man ja machen, warte mal. Machen wir hier Zoom? Bin ich hier bei Zoom? Ach, hier bin ich ja bei Zoom. Ich kann dir ja mal was zeigen. Pass auf. Ja, pass auf, jetzt bin ich gespannt. Wie mache ich denn das hier nochmal? Ich weiß es nicht. Videofilter. Ach, hier, pass auf. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht ja scheiße aus. Ja. Das sieht nicht so gut aus. Ja. Oh, Ja, das ist schon Wendler. cool. Das ist Wendler. Was ist das? Nee, das macht dich so alt. Hier. Ich schalte mal kurz rüber zu meinem Korrespondenten, Bernie. Bernie, hörst du mich? Ja, hier. In San Francisco. Ja. Benny, wie ist die Lage in San Francisco? Ich schalte mal kurz rüber auf den Mond. Mal kurz im Weltraum. Ja, Mal und? kurz am Strand. Ich höre es nicht Das mehr. ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja. Was ist Recall. denn mit Richter DSD, Schill? DSDS Recall. Nee, mit hier Richter Schill sitzt du da denn?
Okay, genug der Spielerei. Ja, gut, wollen wir es für beenden? Wir haben Ich ja keiner rein. halb zwölf fast, mein Gott, ey. Morgen früh geht schon wieder früh raus. Ja. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Danke, Potti. Danke, Potti. Totti. Du merkst, ich bin schon am Arsch hier, wirklich. Ja. Ich werde, wie gesagt, gleich noch ein bisschen Haferflocken essen und dann mich in die Koje legen, die mich schon anlächelt hier. Ich werde, glaube ich, gleich eine Folge Temptation Island gucken. Oder das? Und wir sehen uns einfach, wie gesagt, Leute, Sonntag sowieso immer, mit den normalen, ganz normalen Themen, die ich vorbereite. Und Totti und ich immer einfach mitten in der Woche, spontan, vielleicht jeden Tag, vielleicht jeden zweiten Tag. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, einfach überraschen lassen. Immer Einfach so, überraschen lassen, wenn, dranbleiben und wieder einschalten. genau, und wenn dann irgendwann zwischen 21, 22 Uhr, so um den Dreh rum, einfach, wenn er mich abonniert hat, dann kriegt er sowieso Bescheid, wenn wir online gehen. Und dann seid ihr ja auch dabei. Man kann ja auch sagen, kommt eine Push-Nachricht an, sind wir euer Mann? Bleibt die Push-Nachricht aus, sind wir raus. Genau. So. Ja, Mädels und Jungs, euch noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich Vielleicht auch. bis morgen, vielleicht bis übermorgen, aber ganz sicher Sonntag. Man weiß es nicht. Genau, vielleicht machen wir ja auch mal über Ostern jetzt so ein, wie nennt sich das? Megastream über 12 Stunden, über 24 Stunden, was weiß ich. Wir wissen es noch nicht. Lasst Wir euch wohl, mal, wir wissen es noch nicht. lasst euch mal überraschen. Ne? Wir lassen uns auch mal was einfallen. Aber beim nächsten Gut. Mal, da habe ich schon ein Thema. Da solltet ihr unbedingt einschalten. Kleiner Cliffhanger. Nee, aber so ein Megastream wäre auch mal interessant, was? Boah, das wäre mal hart. Einfach mal so, ach, jetzt will jemand hier zu. Ach, HSV, Michi. Ja. Komm mal rein, Michi. Ding Dong, Abon. Was geht? Guten Hey, Abend. Miki, du alter Bremsklotz. Was geht, du alter Prinzklops? Lange nichts gehört hier. Ja, und doch Der wiedererkannt, war? Comeback des Jahres. Ja, das Ja. Comeback Ja. des Jahres. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Ja, Michi, du kennst ja Totti auch Alles noch, klar, ne? oder? Ja, natürlich kenne ich den. Ja. Sicher. Toddy Porra. Auch hier, Michi, ein Jahr älter geworden. Gleich schon wieder einen halben Meter größer. Wer? Ich ja, ne? Weiß ich. Ja. Ja. Nun sehe ich hier gerade Was war das denn? meine Geschwister, die joggen alle und die ärgern sich immer, wenn sie verlieren. Ach so, So, nun okay. sehe ich hier gerade, ich als Schalker unter zwei HSVern. Huh. Toddy, Darüber HSV-Fans, natürlich ne? so eine kleine Zwischenfrage. Ja. Wie fühlt es sich an, nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun zu haben? Ich bin froh. Also, ich bin auch froh. Also, mir war es von vornherein klar, Also dass der ich HSV wäre nicht auch so aufsteigt. froh, nicht aufzusteigen. Gott sei Dank, Also, zweite Liga. ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich hofft man als HSV-Fan immer, dass man aufsteigt, ne? Aber Ich kann es ja bin. vergessen. Aber Gibt's nicht mehr viel zu sagen, ne? Zu der Sache. Entschuldigung hier an die anderen, die jetzt nur zuschauen, dass wir ganz kurz über Fußball reden. Aber was wollen wir denn in der ersten Liga, Michi? Eben. Nichts, da haben wir nichts verloren aktuell, ne? Ganz einfach. Richtig. Nein, nein, ist so. Nein, ich habe, Benni, ich habe recht, ne? Ich habe recht. Ja, hat nichts zu Ist suchen. einfach so. Nächste Woche Dienstag haben wir Verrückt. noch Pokalspiel. Schalke gegen Wien steht Schalke im Halbfinale. Ach, die sind ja gar nicht mehr dabei. Wir haben Entschuldigung. Freiluft, wir spielen Schalke. Finale. So. Ja, wir gegen Freiburg. Ja.
Und der Knaller des Abends hier. Gegen wem spielt Schalke? Steilos. Oh, Jana kommt rein. Nur kurz einmal. Ja, jetzt kommen sie alle. Wer ist denn Jana? Jana? Palim, Palim. Bernie. Ja. Okay, Jana ist schon wieder weg. Ja. Moin Jana, so weg. Ja, aber ihr seht, hier kann jeder mehr oder weniger reinkommen. Ja. Einwählen oben mit der Meeting-ID. Ihr seid dann bei mir im Warteraum und ich lasse euch dann rein. Das ist ja dein. Wir müssen mal wieder. Wir müssen jetzt mal wieder auf Insta Live gehen. Nein, Toddy. So, auf jeden Fall, was ich ja sagen wollte, Bernie, das ist ja dein Stream. Comeback ja des Stream, Jahres. Ja, auch das. Aber dein Stream, das ist ja wie beim Swingerclub. Alles kann, nichts muss. Genau. Ja. Und nackig machen. Ja, auch. ich sag dir, Toddy, ich bin auch schon der beste YouTuber geworden. Bist Frag du? Bernie. Ja, was alles in dem Jahr passiert ist hier. Ne, Bernie? Ja. Stimmt. Da muss ich erstmal gucken. Ja. Einiges nachzuholen. Ja. HSV Michi. Unterstrich Michi. Ich hab's doch abonniert. Nee, du hast. Ah ja, ich hab dich. Nee, hast du nicht. Ich hab alles. Mich hab ich. Oh. Michi, dein Stream hängt. Genauso wie ich. Ich hänge jetzt Insta auch in den Seilen. Hinter. Wir machen langsam Schluss für heute. So, die liebe Zuschauer, einfach überraschen lassen. Vielleicht sind wir morgen Abend auch wieder live. Wir machen spontan. Ich bin dabei, Benni. Ja, gerne. Wir sind spontan. Es gibt immer tagesaktuelle Sachen, die passiert sind. Und Jana hat es wieder probiert, ist aber schon wieder weg. Okay, Jana, einfach morgen Abend nochmal probieren oder übermorgen, je nachdem. Mal, vielleicht haben wir, aber Ostern, Totti, würde sich das doch anbieten, oder? So ein 24-7-Stream? So ein Marathon-Stream. Ja. Solange wir durchhalten. Da bin ich dabei. Leute. Dieses Wochenende habe ich Kinderwoche. Wenn es kein Problem ist, ne? Ja, jeder ist eingeladen. Jeder kann da mitmachen. Ne? Ich werde bestimmt mal reinschalten. Wieso? Was? Ostern hat 4 Tage. An 4 Tagen hast du nicht Zeit. Ich habe Kinderwochenende. Ach, stimmt, Mensch. Ja. Ja. Na, mal gucken. Aber ich schau mal rein. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, du musst ja jetzt auch nicht 24 Stunden, reicht ja, wenn du 23 Stunden dabei bist. Ja. Genau. Also, ich glaube, 24 Stunden würde ich auch nicht. 24 Stunden würde ich auch nicht durchhalten. Wir müssen das mal austesten. 24 Stunden müssen wir mal machen. Das wäre auch mal eine coole Aktion, muss ich sagen. Ob man das durchhalten kann, ob wir das schaffen, weißt du? So einfach über verschiedene Themen reden, Fußball, Basketball, keine Ahnung, wie das alles heißt. Da, ja, ne? Man kann einfach ja über alles reden. Ne? Und vor allen Dingen bin ich dann mal gespannt, weil, wie gesagt, die Leute haben ja die Möglichkeit, sich dabei zu schalten. Ob dann nicht Leute reinkommen und ein bisschen quatschen, das wäre mal ganz interessant. Mal gucken. Genau. So, ja, und ich verabschiede mich jetzt. Ich muss auch langsam aufhören, ne? Ich möchte ja noch ein bisschen YouTube gucken oder so. Ne? Genau. Und ja. Und wir sehen, die heutige Jugend. Ne? Und wir sehen uns eventuell morgen schon wieder. Mal gucken. Man weiß es nicht. Überraschung. Tschüss, Toddy. Schönen Abend euch beiden. Ne? Dir auch, Michi. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Jo. Gut. Toddy. Warte, ich muss hier raus. Zu doof hier. Warte. Ach, scheiße. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Soll ich nicht? Oh, nein, Leute, habe ich nicht gesagt. Ja, mach mal. Ich bin. Oh Gott, Alter. Mach mal schon mal raus hier. Soll ich dich rauswerfen? Tschüss euch beiden, ne? Tschüss. Ciao. Mit V.
Oh, wen möchten Sie melden? Nein, ich möchte ihn ja nicht. Oh nein, nicht melden. Oh. Ich wollte ihn schwimmen verlassen. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gesperrt oder was? Naja, aus Versehen. Das war's mit dem Osterstream. Michi, tut mir leid. Okay. Es haben noch 17 Zuschauer durchgehalten. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Hoffentlich haben wir nicht zu viel Blödsinn heute Abend gequatscht. Aber wie gesagt, eventuell bis morgen. Totti? Vielleicht, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, wenn morgen, dann haben wir ein richtig gutes Thema. Ich habe gerade, da müssen wir drüber sprechen. Wie sagt man, auch eine kaputte Uhr geht zweimal richtig am Tag. Wo hast du den denn jetzt weggeholt? Den fand ich so gern, habe ich heute irgendwo gehört, fand ich genial, den Spruch. Ach, aus dem Spielfilm, genau. Sehr gut, also den muss ich mir merken. Auch eine kaputte Uhr geht zweimal richtig am Tag. Mal gucken, ob ich mir den bis morgen merken kann. Nee, auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal die richtige Uhrzeit an. Na, gefällt mir. I like. So, das zum Abschlusswort, zum Abschluss. Nochmal, ich wünsche euch was, Totti, ich wünsche dir was. Und, ich wünsche dir auch. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Wir quatschen kurzfristig morgen oder so und entscheiden, gehen wir live morgen Abend wieder und quatschen über Gott und die Welt. Und sehr gerne. Dann macht's gut. Ich werfe dich jetzt mal raus. Mach's gut, mach's besser. Ich schwing den Hut, mach es gut. Wetzt das Messer. Nee, wie war das noch? Ich schwing den Hut, mach es gut. Ich wetz das Messer, mach es besser. In diesem Sinne, Bernie, alter Bremsklotz. Peace. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. So. Ja, das große Wiedersehen mit Totti. Wer mich länger verfolgt oder letztes Jahr schon verfolgt hat, vornehmlich auf Instagram, der kann sich an Totti mit Sicherheit noch daran erinnern. Gut, Leute, wie gesagt, Totti und ich werden einfach mal zwischendurch, auch in der Woche, einfach mal spontan live gehen. Aber die festen Sendungen sind halt immer sonntags. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht morgen, übermorgen, aber Sonntag ganz sicher. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann.